Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, wie gesagt, an einem sonnigen Plenartag und eröffne die 41. Plenarsitzung des Hessischen Landtags. Mit Blick in den Saal stelle ich die Beschlussfähigkeit fest und ich darf Sie bitten, vor Eintritt in die Tagesordnung sich von Ihrer. Gestern haben wir vom Tode einer ehemaligen Kollegin erfahren, der wir gedenken möchten. Und ich bedanke mich, dass Sie sich zu Ihren Ehren von Ihren Plätzen erhoben haben. Im Alter von 95 Jahren ist am 18. Mai die frühere Abgeordnete Maria Vater verstorben. Sie ist am 10. Oktober 1924 in Thalwenden geboren. 1965 wurde sie die Leiterin der Verbraucherberatung in Kassel und war später auch als Referentin im Volksbildungswerk sowie in der Ausbildung der Hauswirtschaftsmeisterinnen tätig. 1950 wurde Maria Vater Mitglied der Sozialdemokraten. Sie war ab 1972 Mitglied im Unterbezirksvorstand Kassel der SPD. Für die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen war sie Mitglied im Bundesvorstand der SPD sowie stellvertretende Vorsitzende im Bezirk Hessen-Nord. 1974 war Maria Vater Mitglied der 6. Bundesversammlung. Sie engagierte sich ehrenamtlich als Mitglied des Kreisfrauenausschusses Kassel des DGB, davor 30 Jahre, davon 30 Jahre als Vorsitzende. Sie engagierte sich auch als Elternbeiratsvorsitzende und war darüber hinaus von 1978 bis 1981 die erste Vorsitzende des Büros für staatsbürgerliche Frauenarbeit e.V. Maria Vater war vom 1. Dezember 1970 bis zum 30. November 1982 Mitglied des Hessischen Landtages und sie gehörte in dieser Zeit unter anderem dem Ältestenrat, dem Präsidium, dem Petitionsausschuss, dem Rechtsausschuss und dem Sozialpolitischen Ausschuss an. Sie war verheiratet und Mutter von 2 Kindern. Unser Mitgefühl gilt den Familien und Angehörigen. Herzlichen Dank, dass Sie sich zu Ehren von Maria Vater erhoben haben. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE für eine verantwortungsvolle Öffnung der Kindertagesstätten. Das ist die Drucksache 20-2845. Ich frage Sie, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Top 73 und kann, wenn dem nicht widersprochen wird, mit Top 51 zu diesem Thema aufgerufen werden. So machen wir es. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten betreffend Kindertagesbetreuung verantwortungsvoll öffnen, Konsequenzen aus dem Wortbruch des Ministers ziehen, Drucksache 20-2850. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist der Fall. Dann wird das Top 75 und kann, wenn Sie dem nicht widersprechen, ebenfalls mit Top 51 zu dem Thema aufgerufen werden. Ich sehe, dass Sie keinen Widerspruch heben. Dann machen wir das so. Außerdem eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Demokratie und Grundrechte wahren, auch während der Corona-Pandemie, Drucksache 20-2846. Auch hier frage ich, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird das Top 74 und kann mit Top 50 zu diesem Thema aufgerufen werden. Alle sind einverstanden. Und insoweit frage ich, ob Sie bereit sind, die Tagesordnung zu genehmigen. Das ist der Fall. Niemand widerspricht. Dann machen wir das so. Heute tagen wir bis voraussichtlich 18 Uhr, wenn alles gut geht. Wir beginnen im Anschluss an die Mitteilungen mit dem Top 51. Das ist der Antrag der Fraktion der SPD betreffend Sicherheit, Unterstützung und Entlastung für Familien in Hessen notwendig. Sozialminister Klose muss endlich einen konkreten Plan vorlegen, wie Kitas, Kindertagespflege und Horte in Hessen öffnen können. Drucksache 20-2793. Im Anschluss daran folgt dann der erste Bericht der Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Frau Kollegin Strube, betreffend Tätigkeit in der 20. Wahlperiode, Berichtszeitraum 2019, Drucksache 20-2597. Heute fehlen, entschuldigt nach meiner Liste jedenfalls, die Kollegen
Dr. Dr. Rainer Rahn, AfD, Rolf Kahnt, AfD, Karl-Hermann Bolldorf, AfD, Dirk Gaw, AfD, der Abgeordnete Klaus Hermann vormittags, Frau Staatsministerin Puttrich ganztägig und der Kollege Wintermeyer, der uns diese wunderbaren Masken hier beschert hat, von 12 Uhr bis 15 Uhr. Ich frage, ob es weitere Entschuldigungen gibt. Das ist offensichtlich nicht der Fall.